Präsident. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es gibt zumindest etwas Gutes an den BIT-Gesetzentwürfen von Grünen und Koalition. Die zunehmend schwierige Lage der Geschäftsstraßen angesichts von Onlinehandel, Shopping-Malls und Einkaufsbahnhöfen wird zur Kenntnis genommen. Die schlechte Nachricht, Ihr Mittel der Wahl ändert daran nichts. Es ist nur der Versuch, eine Einkaufswelt über Aufhübschung zu konservieren, die sich in dieser Form möglicherweise überlebt hat. Die Linke hat bekanntlich ausdrücklich nichts gegen sinnvolle Eingriffe in problembehaftete Entwicklung des Marktes. Ihren Weg halten wir allerdings für fatal. Worum es eigentlich gehen müsste, der Erhalt wohnortnaher Versorgung und lebendiger öffentlicher Räume, und dazu gehört auch das geschäftliche Miteinander, wird mit diesem Gesetz nicht ansatzweise verfolgt. Stattdessen befördern Sie die Gestaltung öffentlicher Räume nach kommerziellen Interessen. Nicht zuletzt fördern Sie ein Handeln, das auf Ausgrenzung konsumschwacher Bevölkerungsgruppen zielt. Zahlreiche Selbstdarstellungen von BIT-Initiativen überall bestärken diese Befürchtung. Mit diesem Gesetz machen Sie Standortgemeinschaften zu Trägern öffentlicher Belange. Die im Stadtquartier agierenden Grundeigentümer werden für dessen Entwicklung verantwortlich. Darin sehen Sie womöglich einen Beitrag zur Demokratisierung und insgesamt zur breiteren Teilhabe lokaler Gemeinschaften. Die Beteiligung der Anwohnerschaft, die Ihnen so wichtig war, stellen Sie allerdings ins Belieben mit dem schönen Wort gegebenenfalls. Und Grundeigentümer, Nutzer, Besucher, Bewohner und Händler sind ja bekanntlich ohnehin nicht identisch. Hinzu kommt, Sie schließen den Einsatz von Sicherheitspersonal als Maßnahme eines BIT nicht ausdrücklich aus, obwohl das den Grünen sehr am Herzen lag. Und das hat ja Frau Ludwig eben noch mal gesagt. Der § 2 Absatz 4 reicht nicht aus, wie das Hamburger Beispiel Neuer Wall, was wir offensichtlich alle gut studiert haben, zeigt. Dort ist in der entsprechenden Rechtsverordnung unter den Zielen ausdrücklich vermerkt, Zitat, einen umfassenden Service in Bezug auf Sauberkeit, Sicherheit und Parkraum einzurichten. Zitat Ende. Im Kern ist dieses Gesetz der untaugliche Versuch einer Kompensation des staatlichen Rückzugs. Es ist ein Gesetz, das einer klassischen neoliberalen Stadtentwicklungsideologie durch Privatisierung von öffentlichen Aufgaben folgt, gekrönt durch das Prinzip, wer zahlt, bestimmt die Stadtgestaltung. Der Vorstoß der AG City jüngst für das Hochhaus am Bahnhof Zoo ist ein beredtes Beispiel für diese Logik. Die erhobenen Abgaben dienen nicht mehr der Erfüllung gemeinschaftlicher Aufgaben, sondern ausschließlich den Interessen jener, die von der Aufwertung profitieren. Die langfristigen Folgen dieser Aufwertung, steigende Mieten, nehmen Sie billigend in Kauf. Und das umreißt auch das eigentliche Problem. Dass die Grünen sich zum Vorreiter einer Privatisierung von Stadtentwicklungspolitik machen, überrascht inzwischen nicht mehr. Bedauerlich ist es dennoch. Und die SPD wird ihren Meinungsumschwung, das haben Sie ja getan, Herr Janke, mit den angeblich so tollen Hamburger Erfahrungen und weltweiten Erfahrungen zuschreiben. Dennoch hat die Einschätzung des Kollegen Janke vom Januar 2006 zum BIT-Gesetzentwurf der CDU nichts an Aktualität verloren. Er hatte den damaligen CDU-Vorschlag als ein bürokratisches Zwangsinstrument bezeichnet. Auch die Stellungnahme des Senats vom 8. Oktober 2013 lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Darin heißt es, Zitat, freiwillige BITs können bereits heute zur Anwendung kommen. Diese Möglichkeit wird gleichwohl wenig genutzt. Dass eine gesetzliche Regelung zu höherer Akzeptanz führt, erscheint fraglich. Daher ist es aus fachlicher Sicht geboten, den Fokus auf die bereits bestehenden Instrumente zu richten und diese weiterhin konsequent zugunsten der Stärkung der Berliner Zentren und Geschäftsstraßen einzusetzen. Zitat Ende, das wollte ich zu Ende bringen. Bitte sehr. Ich habe Sie unhöflicherweise unterbrochen, aber teile jetzt dem Kollegen Jahnke das Wort. Ja, ich wollte nur noch mal nachfragen, wenn Sie schon so genaues Aktenstudium betreiben, ob Sie dann auch mal das Gesetz sich angeschaut haben, das ich damals ein bürokratisches Monster nannte. Ich gebe zu, dass ich das nicht getan habe, aber ich finde ja Parlamentsdokumentationen als Quelle für Reden auch ganz schön. Offensichtlich halten Sie aber nichts mehr von Freiwilligkeit und zumindest demokratischen Prinzipien. In den USA, woher das BIT-Konzept ja stammt, braucht es zwischen 50% und 70% Zustimmung zu einer Standortgemeinschaft, um solche Maßnahmen zu ergreifen. Sie wollen die Bürokratie bei 15% Zustimmung in Gang setzen. Fazit. Wirtschaftlich wird das Gesetz wenig bringen, stadtentwicklungspolitisch nichts Gutes. Machen Sie lieber eine anständige Industriepolitik, entwickeln Sie Konzepte zur Armutsbekämpfung, helfen Sie mit, ordentliche Mindestlöhne zu zahlen. Das alles stärkt die Kaufkraft.
Bauen Sie die reichlich vorhandenen Instrumente für freiwillige Zusammenschlüsse und Initiativen aus und unterstützen Sie diese. Und bringen Sie den BER endlich an den Start. Dann hätten Sie den Geschäftsstraßen mehr gedient als mit diesem Quatsch. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau